Wochenende, da wird es nochmal so richtig schön gesund. Erstmal schön, dass Sie bei uns sind. Und es ist auch gut so, dass Sie heute wieder den Weg zu uns gefunden haben. Denn es geht hier wieder um tolle Produkte. Um ja, Produkte, da steckt auch wieder viel dahinter. Nämlich auf der einen Seite natürlich ein schönes Konzept. Auf der anderen Seite aber auch die gesunde Ernährung, die gesunde vegane Ernährung. Ja, es sind quasi Kleinigkeiten, die man in sein Essen dazugeben kann, die das Essen aber ein bisschen aufpeppen. Mit Pur Raw. Und die Gründerin von Pur Raw ist zu uns gekommen, Kirstin Knuffmann. Knuffmann. Wobei Knuffmann fände ich auch ganz schön. Aber Knuffmann, Kirstin, sie ist diejenige, die vor ein paar Jahren gesagt hat, ja, ich ernähre mich sehr bewusst und jetzt möchte ich mal ein paar Produkte auf den Markt bringen, von denen ich begeistert bin und ja, die weitergeben. Wie die ganze Geschichte zustande gekommen ist, das wird sie uns gleich erzählen. Außerdem freue ich mich über den Besuch, wie immer, wenn sie da ist, unserer Kräuter. Ja, Hexe ist sie ja nicht, sondern unsere Kräuterfee, Evelyn Graf. Die hat nämlich heute mal wieder ein bisschen was mitgebracht, was Gesundes meiner Meinung nach auch mitgebracht, die Kirschen. Mhm. Wobei ich immer denke, ist doch gar keine Kirschenzeit mehr, oder? Ja, aber ich rede ja auch nicht unbedingt über die Frucht. Ah, okay, dann sind wir mal sehr gespannt. Und es ist im August ja auch eine Zeit, wo man sagen kann, da sind die kleinen Plagegeister wieder unterwegs, die Wespen. Und auch da wird uns Evelyn Graf ein paar Tipps geben, wie wir den August ganz gut überstehen, ohne vielleicht ja von diesen lästigen Biestern gestochen zu werden. Und ob sie überhaupt lästig sind oder ob Wespen doch auch irgendwie was Positives im Leben haben. Kann man sich nicht so vorstellen, habe aber gehört, Wespen sollen auch irgendwie für irgendwas nützlich sein. Vielleicht weiß Evelyn für was. Erstmal, jetzt kommen wir zu dir, zu Pur Raw. Natürlich roh vegan. Also das sind natürlich drei Schlagworte, die heutzutage quasi, wenn man mit Lebensmitteln auf den Markt kommen, kaum mehr wegzudenken sind, oder? Eigentlich schon. Also es ist mittlerweile überall auf fast jedem Produkt irgendwas, zumindest mit vegan oder vegetarisch gelabelt. Das sah, als ich die Firma gegründet habe, vor 8 Jahren ganz anders aus. Mhm. Da gab es nämlich gar nichts. Aber wenn man sich auch überlegt, also ich habe das neulich ja mal nachgelesen, wir sind 86 Millionen Bundesbürger, davon leben nur 6 Millionen vegan oder vegetarisch, dass man sich denkt, aber es ist ein so großer Markt entstanden. Wie kann das funktionieren? Das ist ja auch ein enormes Potenzial. Das heißt, die Qualität der Lebensmittel ist entscheidend. Bei uns sind halt alle Lebensmittel pflanzlich. Wie man die in seine Ernährung integriert, ist dann jedem selber überlassen. Ob man die jetzt in eine Standardsoße macht, die man zu Hause macht, oder ob man sagt, ich möchte gerne mal was Neues ausprobieren. Also diese ganzen Zusatzstoffe einfach mal weglassen. Das ist eigentlich so das Credo, sich bewusst und gesund zu ernähren. Und wie das bei jedem ausschaut, das ist dann ganz individuell. Und wir liefern halt Rohstoffe dazu, dass jeder die Möglichkeit hat, sich auch qualitativ hochwertig und gut zu ernähren. Genau, das ist vielleicht ganz wichtig. Das heißt, es gibt keine Fertigprodukte bei euch in dem Sinne, sondern es gibt eben die Verfeinerung. Verfeinerung, die aber uns Lebensqualität natürlich geben, denn es sind Unterstützer. Du bist ja hier bei Astro TV, also einem Sender, wo man sagen kann, wir arbeiten mit Körper, Geist und Seele. Also wir wollen, dass alles irgendwie so ein bisschen in den Einklang natürlich kommt. Und Ernährung, ich glaube, das ist jedem klar, spielt eine riesengroße Rolle. Ne? Richtig, Ernährung ist ja dazu da, unsere Zellen neu zu bilden. Das heißt, zum einen muss es natürlich schmecken. Das ist der ausschlaggebende Faktor, dass ich das auch über längere Zeit durchhalte. Und zum anderen merke ich einfach, je besser meine Ernährung ist, je cleaner, je weniger Zucker, je weniger Zusatzstoffe oder Aromen ich mit reinnehme, desto besser fühle ich mich auch, desto leistungsfähiger bin ich. Für dich war Ernährung schon immer ein großes Thema. Frage natürlich, ja, wir alle müssen uns von irgendwas ernähren und wir alle achten mittlerweile auf unsere Ernährung, aber keiner gründet einfach mal so schnell ein Unternehmen. Also wie bist du überhaupt auf diesen Weg gekommen? Hast du dich schon früher mit Lebensmitteln auseinandergesetzt? Wäre es eh dein Berufsweg gewesen? Nein. Also ich beschäftige mich schon lange mit guter Ernährung. Also mein Background kommt eigentlich aus der Landwirtschaft. Also meine Großeltern hatten einen Betrieb mit Nutztierhaltung und eben Landwirtschaft, sodass ich damals mit 15 eigentlich beschlossen habe, ich möchte die Tiere halt, die wir selber züchten, nicht essen und die im Supermarkt, denen ging es nicht besser. Das war mein ausschlaggebender Punkt, wo ich gesagt habe, ich ernähre mich einfach ohne Fleisch. Mit Anfang 20 habe ich dann eine Unverträglichkeit gegen Milch- und Eiprodukte bekommen, habe dann einfach die Produkte weggelassen und habe mich dann erst damit auseinandergesetzt, dass es eigentlich eine gute Entscheidung war, das wegzulassen, dass da noch viel mehr dran hängt. Als Berufsweg war das eigentlich eher so, dass ich damals eine ganz klassische Ausbildung gemacht habe im Immobilienbereich. Habe dann nebenbei eine Ausbildung im Sportbereich gemacht. Also ich bin diejenige, die auf dem Cyclingrad vorne sitzt und die Leute ein bisschen anspornt. Und Hot Iron, also Gewichttraining.
Und das war für mich dann eigentlich, dass ich gesagt habe, eine gute Ernährung gibt mir halt auch viel Energie. Danach habe ich beschlossen, dass ich Fotografie studiere. Da war ich dann erst in Köln, danach in Barcelona. Und habe da halt einfach viel bewusster nochmal drauf geachtet, auch in den unterschiedlichen Ländern, was gibt es da eigentlich. Mhm. Dann bin ich nach München gezogen nach dem Studium, bin danach in Los Angeles und New York gewesen und habe da halt viel Celebrity-Fotografie gemacht. Und auch da achtet halt jeder auf seine Ernährung. Dann kam die Rohkost halt immer wieder. Fast jeder. Die sind ja entweder pro oder contra. Also da gibt es genau, ja, kein dazwischen gibt es ja nichts. Genau. Also für mich war es damals aber total bereichernd zu sehen, dass die Rohkost da einfach so weit war. Ich habe mir gedacht, Mensch, vegan ist schon super, was will ich denn mit der Rohkost? Habe mich dann dort rohköstlich ernährt, weil da gab es einfach alles im Supermarkt. Und nach 2-3 Wochen habe ich festgestellt, dass mir einfach viel, viel besser geht. Also mir ging es vorher nicht schlecht. Ich war leistungsfähig. Ich habe 24-25 Stunden Marathons mitgefahren für den Sport. Aber ich habe gemerkt, da gibt es nochmal einen Energieschub. Und das war für mich ausschlaggebend, wo ich gesagt habe, da möchte ich eigentlich bleiben mit dem Energielevel, wo ich bin. Als ich dann zurück war, gab es aber nichts der Produkte, die ich dort kennengelernt hatte. Und dann habe ich angefangen, mich auf die Suche nach guten Rohstoffen zu machen. Wobei dann halt ich dann erstmal wieder in der Nähe von Köln war, wo meine Eltern ja auch sind, mit einem kleinen Schrank, wo ich gefragt habe, Mensch, Papa, kann ich da was reinstellen? Der sagte, ja klar, mach. Und dann kamen immer mehr Fragen von außen, kann ich die Produkte denn auch von dir bekommen? Oder was machst du damit? Warum machst du das? Sodass ich dann angefangen habe, Rezepte zu kreieren, die Produkte dann zu verkaufen. Im Sommer 2010 den Online-Shop aufgemacht habe erst, einfach damit ich die Leute erreiche, damit ich nicht jedem immer alles erklären muss, sondern damit auch ein bisschen was nachgelesen werden kann, damit ich auf Messen gegangen. Und das Feedback war überwältigend, sodass ich dann irgendwann gar keine Zeit mehr hatte für meinen Beruf. Ja, wobei du hast ja deinen Beruf quasi, das muss man ja auch sagen, wirklich miteinander kombiniert. Mhm. Weil auf der einen Seite Motivation natürlich in dem Bereich Sport. Also da heute ist es Motivation im Bereich Ernährung, allerdings natürlich auch mit Unterstützenden. Im Sport braucht man ja auch die Aufbaumittel. Jetzt die ganz gesunden Aufbaumittel. Dann Fotografie. Wenn man sich deine Instagram-Seite anguckt oder natürlich auch ins Internet mal guckt, das werden wir mit Sicherheit auch gleich machen, da sieht man, dass natürlich Dinge auch schön präsentiert werden müssen. Also spielt dir in irgendeiner Form ja auch wieder gut zu. Also es war für alles gut. Also es hat sich nach alles zusammengefügt, so wie es sein sollte. Und dass da dann mal eine richtige Firma draus wird, hätte ich auch nicht gedacht. Also wir sind ja mittlerweile auch im Handel vertreten. Wir haben unsere Produkte erweitert, die Palette erweitert, sodass wir jetzt bei ungefähr 200 Produkten sind. Gut, Fotografie mache ich jetzt auch noch. Also es hat sich alles zusammengefügt. Wir haben auch nicht nur Veganer als Kunden oder nicht nur Rohköstler, sondern wir haben eigentlich aus allen Bereichen auch Sportler oder Leute, die bestimmte Unverträglichkeiten haben. Auch viele ältere Leute gerade, die sagen, meine Verdauung funktioniert meinetwegen nicht mehr so richtig oder ich möchte mich einfach besser fühlen. Mhm. Und dann rufen die an und sind ganz glücklich und sagen, Mensch, jetzt geht es mir endlich wieder gut. Und man merkt natürlich, dass es Produkte sind, die du heute auch mitgebracht hast, die man vielleicht vor 8 Jahren noch gar nicht so gekannt hat. Aber heute weiß man natürlich, was sind Chiasamen zum Beispiel. Also wie unterstützen Algen auch unser Leben? Denn das Thema Algen ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema in deinen Produkten. Aber nicht nur das, sondern es soll eben auch schmecken, es soll Spaß machen, es soll gute Laune machen. Und deswegen finde ich deine Internetseite auch sehr interessant, denn da kann man wirklich erkennen, dass man in allen Bereichen wirklich unterstützend seine Lebensmittel aufputschen kann. Egal ob herzhaft, ob süß, es ist für jeden was dabei, ja? Genau. Das ist halt auch mein Anspruch, dass ich sage, man soll jetzt nicht den Fokus auf gesund legen. Natürlich ist es dann auch gesund, was wir machen, aber man soll den Fokus darauf legen, dass es eben schmeckt, dass es Genuss bringt, dass es eine Lebensqualität auch hat. Deswegen habe ich dann das Buch 2014 rausgebracht, meine raffinierte Rohkostküche mit dem Christian Verlag. Die sitzen in München. Das war auch ein Zufall, dass wir uns kennengelernt haben und erzählt haben. Und die meinten dann irgendwann, Mensch, Kirstin, da musst du ein Buch draus machen. So, das heißt, wir haben das Buch rausgebracht, das war Presseschwerpunkt. 2016 kam dann das Buch Algen mit Jörg Ullmann und mir, mit dem Kosmos Verlag auch. Das war auch Presseschwerpunkt, da haben wir dann auch die Goldmedaille von der Gastronomischen Akademie Deutschland für bekommen, wo wir gedacht haben, Mensch, das Thema Algen ist eigentlich so eine Nische noch, aber wir wollen es rausbringen, dass es uns quasi auch überrascht hat, also positiv überrascht, dass dann doch dieses Feedback kam. Das Algen gehen ja mittlerweile durch die Presse. Ja, wir haben neulich ja auch Algen auf eine ganz andere Art und Weise vorgestellt, nämlich als Algennudeln quasi, die auch wirklich aussehen,
dann eher in Richtung Glasnudeln. Auch solche Dinge bekommt man bei euch, also gerade auch wenn es um diese Unterstützer geht. Aber nicht nur das, sondern man kann wirklich auch Rezepte auf der Internetseite finden. Man kann gucken, wo man wie die Produkte einsetzt. Und ganz lustig ist, hier, du hast einen Einhornzauber mitgebracht und unsere Stammzuschauer, ja, die können sich vielleicht noch an dieses Produkt erinnern, denn unsere vegane Köchin Sabine Seimann, die kam vor 14 Tagen wirklich ganz glücklich ins Studio und hat gesagt, ah, ich habe so ein tolles Produkt entdeckt, das ist blau, das färbt die Lebensmittel blau, das macht Freude, Einhorn liebt ja wirklich auch jeder und auch da, glaube ich, ist der Bestand Alge, ne? Da ist auch Alge mit drin, es sind sogar zwei verschiedene Algen mit drin. Es ist einmal das natürliche Blau aus der Spirulina, das Phycocyanin, was dann halt dieses Blau ausmacht, wobei das ein Babyblau ergibt, weil da eine Mischung mit bei ist. Das Magic Blue, das ist das pure Phycocyanin mit drin, also das wäre halt noch mal intensiver Blau. Dann haben wir hier noch die Calciumalge mit drin, was auch geschmacksneutral ist. Das heißt, ich kann die überall mit reingeben, die löst sich gut auf. Baobab und einen natürlichen Ballaststoff. Das heißt, eigentlich nur gute Zutaten. Und das ist auch das, was ich sage, ich muss halt nicht überall Zucker mit reinbringen. Also es ist gar kein Zucker bei uns mit drin. Genau, das haben wir dann auch schön. Genau, und das muss man sich jetzt wirklich mal angucken. Gucken Sie sich das mal an. Dieses Glas sieht doch aus wie gemalt, oder? Das sieht doch nicht aus, als wäre da jetzt wirklich irgendwie Lebensmittel drinnen, sondern als hätte man das von außen mit einer Glaskunst bemalt. Aber nein, da ist auch wirklich genau dieser Inhalt drauf. Sehr, sehr appetitlich. Auch hier steckt ein Stückchen Einhorn quasi mit drinnen. Wie man das zubereitet, was es ganz genau ist und was man wirklich alles noch machen kann mit deinen Produkten, darüber werden wir uns gleich noch weiter unterhalten. Ich bin total begeistert. Also das finde ich ist wirklich, das ist verrückt, oder? Ihr Lieben in der Regie, sagt doch mal was. Sieht das nicht aus wie ein Kunstwerk? Ja, Jackson Pollock und Picasso, ja, ungefähr sowas. Ja, aber toll. Sie können heute auch etwas bekommen, denn du hast ein kleines Set für unsere Zuschauer zurechtgestellt mit Dingen, die das Leben auch wieder ein bisschen leichter machen können. Was ist alles dabei in diesem Paket, das wir heute verlosen dürfen? Ja, zum einen der Einhornzauber, da haben wir dann so Portionspacks. Da deckt auch ein Stick zum Beispiel, der da drin ist, 32% des Tagesbedarfs an Kalzium und an Jod. Und sieht lustig aus. Darf und es sieht schön aus, ja? Der Spaßfaktor. Genau. Dann haben wir drin unser Bob-Ei, das ist eine fermentierte Chlorella-Ei. Da haben wir nachher auch einen Gugelhupf mit vorbereitet. Das heißt, da kann ich Butter, Milch und Ei mit ersetzen. Alge im Gugelhupf, das klingt ja natürlich schon ein bisschen für mich als Bayern ein bisschen komisch, aber scheint irgendwie doch zu funktionieren. Man riecht es nicht, man schmeckt es nicht und ist sogar kalorien- und fettreduziert bei gleichem Geschmack. Also phänomenal. Dann haben wir noch dabei den Yakun-Snack. Yakun ist eine Wurzel, ist auch eine schöne alternative Süße, die ich einfach so wegnaschen kann, also ohne Salz, ohne Zuckerzusatz. Und wir haben unseren Meeresalgenmix, da ist dann die Dulse, die Ulva und die Nori-Alge mit bei, die man einfach zum Beispiel ganz traditionell über Salat einfach drüber machen kann oder in Soßen mit einbinden oder in Suppen mit reingeben. Ein Thema, da merke ich schon auf der anderen Seite die Ohren von unserer Evelyn Grafin immer größer, Apothekerin, die hat bei jedem von den Dingen, die du gerade erklärt hast, immer genickt und hat immer gesagt, ja, ja, das ist alles sehr, sehr gut. Und dieses schöne, gute Paket, das schicken wir Ihnen zu. Allerdings natürlich wie immer verbunden mit einer Frage. Wir wollen heute von Ihnen wissen, bei den Lebensmitteln von Pure Raw, da handelt es sich um A, rohe, vegane Produkte, oder um B, fleischhaltig gekochte Produkte. Ich denke, auch heute ist die Antwort wieder machbar. Unter den eingeblendeten Telefonnummern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind wir für Sie zu erreichen. Bis 15 Uhr ist der Anrufbeantworter geschaltet. 18 Jahre müssen Sie sein. Und der kurze Hinweis, der Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 50 Cent. Mobil kann es auch etwas teurer werden. Alles nachzulesen unter www.astrotv.de. Die Kraft der Natur, ich meine, das ist ja alles nicht fremd, was wir gerade wahrscheinlich ja, gehört haben. Doch, einiges war neu und ich habe jetzt fasziniert zugehört, weil ich selber bin ja auch ja, zu 2/3 vegan und ja, 1/3 roh. Also kannst du sogar auch noch mal bei leichter Leben was lernen, ja? Ja, krass. Und ich war jetzt wirklich begeistert davon, was es da jetzt alles schon gibt und gerade jetzt auch mit diesem, ja, Milchersatz, Eiersatz für den Kuchen. Also das muss ich mir jetzt dann nachher genau anschauen. Auf jeden Fall, die Zeit wirst du haben. Wobei, ab 15 Uhr gehst du natürlich erstmal auf Sendung für unsere Zuschauer mit natürlich auch deinem Pflanzenorakel, das man mittlerweile auch kennt. Denn das ist natürlich auch ein Thema, das begleitet dich seit vielen Jahren. Als Apothekerin hast du dich schon immer mit der Kraft der Natur auseinandergesetzt. Natürlich, und es war irgendwie logisch, dass irgendwann das Pflanzenorakel daraus entsteht. Ja, und am Anfang, weiß ich auch noch, war ich ein bisschen skeptisch. Ich habe mir gedacht, wie will denn die Frau mit diesen Kräutern da irgendwie orakeln? Aber du schaffst es einfach
wirklich Dinge über dieses Orakel, über die Pflanzen wirklich zu klären, zu lösen und auch Blockaden zu lösen. So, und das wirst du heute wahrscheinlich auch über die Kirschen wieder erzählen, denn für uns ist es natürlich ein lecker, süßer Geschmack, aber eine Kirsche kann noch ein bisschen mehr. Die kann noch ein bisschen mehr und vor allem, du hast ja vor der Sendung mir erzählt, dass deine Kirschen so alle gar nichts Richtiges nichts geworden kommt. Sind. Ja. Und da hätte ich jetzt gleich einen Tipp für dich gehabt. Ja. Du hättest die Stängel ernten können. Einfach diese Stängel. Ja. Die wären ja übrig geblieben. Ja, die waren tausendweise im Garten. Ja, und die hättest du vielleicht vorher nehmen können. Und da hättest du auch einen Tee davon bereiten können. Und zwar, ja, es ist schmerzstillend. Es wirkt sehr, sehr gut gegen Entzündungen. Und dieser Tee aus diesen Stängeln kann man zum Beispiel Leuten empfehlen, die Arthritis, Arthrose hat. Aber die haben noch was Zusätzliches. Sie entsäuern den Körper. Auch bei Gicht ist es sehr gut. Ein Kirschstängeltee sozusagen. Ein Kirschstängeltee. Kommt auch nicht auf die Idee. Nee. Und gerade eben, ich habe ja auch einen Kirschbaum. Also ich habe Weichseln, so die ganz wilden. Mir ist es nicht viel besser gegangen wie dir. Es war so, dass die alle irgendwie vertrocknet sind, bevor ich sie richtig ernten konnte. Das war einfach heuer zu heiß, auch für unsere lieben Kirschen. Und da habe ich die alten Sachen ein bisschen raus. Ich habe also die Stängel ein bisschen klein geschnitten, gerebelt nennt man das, ja. Habe es also getrocknet und ja, ich gebe es ab und zu meinen Kunden dann wirklich, wenn sie sagen, auch gut gegen Fieber. Zum Beispiel jetzt im Sommer, wenn du Fieber bekommst, kann man zum Beispiel, und jetzt reden wir von der eigentlichen Kirsche, die gibt es ja trotzdem noch in Läden zu kaufen, ja. Auch die Frucht ist fiebersenkend, zum Beispiel für kleine Kinder. Und wenn ein kleines Kind so ganz schlecht dran ist und sagt, Mensch, ich kannst du mal ein paar Kirschen geben? Fieber geht runter. Und gerade für Kinder ist es natürlich dann wirklich auch ein schönes Mittelchen, denn die Kirsche ist süß, die Kirsche schmeckt, aber die Kirsche ist auch noch gesund und macht wieder durch die Kraft der Natur. Ist eine gute Medizin. Ja, genau, senkt sie dann im Endeffekt wieder. Es ist natürlich wirklich ein tolles Thema, denn in der Natur, und ich glaube, das ist auch so ein neuer Trend, der sich entwickelt hat, genauso wie wir es gerade hier von Kirstin gehört haben. Die Menschen machen sich Gedanken und die Kraft der Natur, die kommt ja wirklich. Die kommt und vor allem, ich sage immer, eigentlich wächst die Heilung vor deiner Türe oder ein Stückchen weiter im Feld, aber man sieht es nicht. Ja? Jetzt gerade zum Beispiel bei der Kirsche, jetzt ist alles verblüht. Ja, was kann man machen? Da gibt es noch einiges. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt, du kennst ja von den Bäumen den Harz, das Harz. Ja? Wenn du jetzt einen Kirschbaum, eine Verletzung da ist, entsteht da auch so was Ähnliches wie ein Harz. Das nennt sich aber Gummi. Das ist auch deshalb ein Gummi, weil ein Harz, wenn du das ins Wasser rein tust, löst sich nicht. Aber das tust du ins Wasser rein, das löst sich. Was kannst du mit diesem Kirschgummi anfangen? Du kannst ihn lutschen. Na? Dann zum Beispiel, wenn du Halsentzündungen hast, wenn du Rachenentzündungen hast, wenn du dieses Gefühl hast, heißer zu sein. Man weiß mittlerweile, dass es sowohl gegen Viren, also antiviral wirkt, als auch gegen Bakterien. Und gerade zu Sommergrippen und solche Geschichten, na, wäre das eine gute Sache. Na, was schmeckt das denn dann? Es ist ein bisschen so leicht süßlich. Ja, also man kann es gut lutschen und schmecken, ja, wie soll ich sagen, also ich finde es ein bisschen erdig ein bisschen. Mhm. Also ich kann es nicht sagen nach Kirschen, das schmeckt nicht nach Kirschen, aber es ist angenehm. Mhm. Es ist angenehmer, wie wenn danach irgend so ein, ja, du hast jetzt kein Hustenbonbon bei der Hand, du hast kein Halsbonbon bei der Hand, aber du hast deinen Kirschbaum und wenn du das nicht magst, ja, kannst du hergehen und kannst das Ganze auflösen in Wasser, bisschen Zucker rein, trinken und der Gummi ist noch für was gut, zum Beispiel bei Nierensteinen. Da setzt man das Ganze mit Wein und Zucker an und kann dann was Leckeres gegen seine Nierensteine tun. Ja, und es ist toll, es ist altes Wissen, was immer noch wirklich aktuell ist, ne? Und was wieder, immer wieder aktueller wird. Wieder. Also das ist ja auch dieses Schöne und ich glaube, da sind wir auch mit unserem Sender und auch mit der Spiritualität auf einem neuen Weg. Denn früher ist ja dieser Kampf Schulmedizin, Homöopathie immer da gewesen. Heute ergänzt man sich, heute arbeitet man zusammen. Ja. In der Spiritualität und der Wissenschaft sieht es ja so ähnlich aus. Die Wissenschaft hat die Spiritualität völlig abgelehnt und heutzutage, man nähert sich an, man denkt an die Quantenphysik. Ja. Und genauso ist es tatsächlich mit der Homöopathie.
Homöopathie oder zum Beispiel, ich arbeite ja auch immer mit den Seelenpflanzen, also es sind eigentlich Bachblüten. Ich nehme halt die eigenen Pflanzen und mache so Bachblütenmischungen daraus, also eigentlich Seelenpflanzenmischungen. Das sind Dinge vor ein paar Jahren, wo ich noch in der Apotheke gearbeitet habe. Wir haben zwar Bachblütenmischungen gemacht, aber es ist belächelt worden. Teilweise muss ich ehrlich sogar sagen, von meinen Kollegen. Die haben das dann so ohne Liebe zusammengemischt und ich muss immer sagen, wenn ich es gemacht habe, ich habe mich immer bedankt bei der Mutter Erde, habe mich dreimal gegen Erdmittelpunkt verneigt. Na, die Leute haben immer gesagt, das hilft, wenn es die anderen einfach so... Nein, nicht viel gebracht. Ja, da gehört ein bisschen Seele dazu. Und das Schöne ist, dass Menschen aber wirklich wieder auch ausprobieren und Dinge testen. Also auch hier, wenn es um Kräuterkunde geht, wenn es um all diese Kleinigkeiten geht, die wir manchmal übersehen. Aber du sagst ja selber, wir müssen viel mehr in den Garten gucken und gucken, was uns der Garten zum Beispiel auch zu sagen hat. Gerade der Kirschbaum. Also ich, wie gesagt, ich habe diese wilde Kirsche, die Weichsel. Die ist natürlich von den Inhaltsstoffen stärker, weil sie wurde ja nicht veredelt. Da ging es weniger um den Geschmack, sondern einfach, das ist pure Natur. Ich könnte zum Beispiel noch was machen. Ich selber habe bis vor kurzem, also obwohl ich schon ein bisschen lebensälter bin, unter starke Akne gelitten. Ja, ich habe immer ab und zu immer von der Kirschrinde Aufsud gemacht. Ja? Das heißt, Aufsud, die lässt du ganz langsam köcheln, so kurz unter dem Siedepunkt, na? Mehrere Stunden, habe das abkühlen lassen und habe damit meine Bickel betupft. Mhm. Das ist sehr gut gewesen. Die sind immer zurückgegangen über Nacht. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, wo man den Kirschbaum jetzt noch verwenden kann. Mhm. Genauso die Blätter, die jetzt noch da sind, auch die wirken zwar nicht so intensiv wie jetzt der Gummi, wie ich erklärt habe, aber auch das ist fiebersenkend. Ah, und die Kirschblüte und alles macht natürlich gute Laune. Auch dafür ist die Kirsche immer was Wunderbares. Die Kirsche ist ja auch eine Liebespflanze. Jetzt kommen wir in die Magie. Ja, genau, auch das. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter. Es gibt Dinge, die verändern sich einfach nicht. Kennst du diesen Satz noch? Bist du mit dem auch so ein bisschen groß geworden? Und man hat sich gedacht, wenn ich mal Kinder habe, dass diesen Satz noch meine Kinder nicht hören, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, solange hast du das zu tun, was ich dir sage. Diesen Satz habe ich zu meinen Kindern nie gesagt, weil das wurde mir immer gesagt. Ah, ob das der Grund ist, warum du es nicht weiterträgst, da können wir mal nachfragen. Denn Elisabeth Tadler, die hat sich auch mal mit diesem Satz beschäftigt. Und es ist ein Satz, ich glaube, der gehört trotz alledem auch heutzutage noch in den Sprachgebrauch. Ja. Und man kann aber natürlich auch darüber diskutieren. Ist er nicht manchmal auch wirklich ja, anwendbar? Und sollte man ihn auch nicht manchmal auch anwenden, um Grenzen zu setzen? Oder ist es veraltet, meine Liebe? Erstmal herzlich willkommen. Hallo zu euch in die wunderschöne Sendung. Also ihr habt ein ganz, ganz tolles Thema. Muss ich erstmal wieder großes Kompliment machen. Freut mich ganz arg. Vielen Dank. Ja, und der Satz bleibt nach wie vor da. Was bedeutet er überhaupt? Er bedeutet auf der einen Seite, Macht will ich haben und Kontrolle will ich haben. Und das ist etwas, was wir doch früher als Kinder, wie Evelyn ja auch bestätigt, wie du es auch kennst, und immer wieder gesagt wurde, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, hast du das zu tun, was ich will. Aber Regeln müssen doch auch befolgt werden. Also es ist ja schon etwas, dass man sagt, auch heutzutage Erziehung, man kann ja nicht alles durchgehen lassen. Regel ist okay, aber ich muss auch dem anderen seine Freiheiten lassen und die Möglichkeit lassen, sich selbst zu entwickeln. Der Satz sagt aber ganz viel aus, ich will dich kontrollieren. Ich will wissen, was du tust. Ja? Das größte Beispiel ist, wenn ich von meinen Kunden zwischendurch zu hören bekomme, ich gucke in das Handy meines Partners. Das ist auch eine Kontrolle, das ist ein Machthaben. Das ist auch, solange du mit mir zusammen bist, will ich dich beherrschen und gib ihm nicht die Freiheit. Und man erreicht wahrscheinlich genau das Gegenteil, nämlich, dass der Partner gerade in dem Fall vielleicht auch das Kind eher sich zurückzieht oder das Weite sucht, weil man ihn einfach zu einengt oder zu festhält. Also bedeutet das genau das Gegenteil. Je lockerer ich manche Dinge ansehe, je lockerer ich mit manchen Dingen umgehe, umso leichter kann das Leben für einen schon werden? Absolut. Und vor allen Dingen kommt auch dann wiederum dazu, wie vertraue ich dem anderen? Nämlich hier geht es auch wieder um Vertrauen. Und das habe ich mir eigentlich so richtig da mal vor Augen geführt. Was ist das einfach? Es ist
Macht haben, Kontrolle, Vertrauen. Und wenn ich nicht in irgendetwas ein Vertrauen habe, auch in meine Kinder, in meinen Partner, dann geht das nicht. Es ist wie im Leben meistens, ne? Wir wissen natürlich, wie man es theoretisch umsetzt, aber an der Praxis scheitern die meisten natürlich. Du bist Ansprechpartner natürlich auch über unseren Partner Questico und probierst die Menschen dorthin zu motivieren, nämlich dass es manchmal Klick machen muss im Kopf und dass man manchmal ja nicht genug davon hören kann, loszulassen, freier zu werden, auch mit seinen Gedanken. Und da unterstützt du die Menschen. Sehr gerne. Tue ich das. Und vor allen Dingen, weißt du, das ist auch so, dass man, wenn man den Menschen das so sagt, ist es viel, viel besser und sagt, ja komm, probier es doch einfach mal aus, wie du es für dich richtig findest. Mhm. Und dann ist es gut. Ja, ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, jeder Mensch ist ja individuell, jeder Mensch braucht vielleicht mal den ein oder anderen Satz von dir vielleicht gehört, vielleicht aber auch von einem anderen Berater, von unserem Partner Questico. Und das Schöne ist, man hat eine riesengroße Auswahl. Das bedeutet, bei irgendjemandem, dann wird es dann hoffentlich mal Klick machen und vielleicht hat es heute bei irgendjemandem Klick gemacht, der dir zugehört hat und ja, der sagt, ja, stimmt, eigentlich hat sie recht, je freier ich mit den Dingen umgehe, umso einfacher kann mein Leben werden. Wer vielleicht aber trotz alledem deine Hilfe noch benötigt und wer dich jetzt erreichen möchte, der kann dich natürlich auch heute wieder erreichen, meine Elisabeth. Und zwar unter welchem Beratercode? 3541 bin ich nachher ab 15 Uhr zu erreichen. Ich muss euch noch ganz interessant zuhören. Das, was die Evelyn da sagt und was über die Algen gesprochen wird, das ist so faszinierend. Im Übrigen, ich habe die anderen Algennudeln probiert. Die sind fantastisch. Die 5-Kalorien-Nudeln, glaube ich, hießen ja. Sie. Ja, ja. Also das ist schön, dass du auch ein großer Bestandteil unserer Sendung bist, aber auch die Dinge, die wir weitergeben, auch nutzt. Und das ist ja auch unser Prinzip von leichter Leben. Wir wollen tolle Produkte für unsere Zuschauer präsentieren. Und wenn unsere Berater das auch noch unterstützen und unterschreiben, ja, dann kann es ja fast nicht besser sein. Meine liebe Elisabeth, genieße das Wochenende. Ist bei euch auch so hitzig heiß? Leider ja. Aber wir können auch da nichts tun. Ist ja so, auch wenn wir meckern, wird es nicht besser. Und wenn es regnen würde, würden wir auch meckern. Wir würden immer einen Grund finden. Das hatten wir ja 1976, vielleicht kannst du dich noch erinnern. Da hieß es immer, wann wird es denn endlich Sommer? Stimmt. Dieses berühmte Lied. Ein Sommer, wie er früher einmal war, mit Sonnenschein genau. Von Juli bis September und nicht so kalt und regnerisch wie im letzten Jahr. Rudi Carrell, eine Größe der deutschen Fernsehunterhaltung und das, obwohl er Holländer war. Und danach kam die richtige Hitzewelle. Wir hatten 6 Wochen lang totale Hitze 1976. Da kann ich mich natürlich nicht mehr dran erinnern. Was glaubst du denn, wann ich geboren bin? Da war ich ja noch weit weg. Elisabeth, lass es dir gut gehen. Schönes Wochenende. Bis zum euch nächsten auch. Mal. Liebe Grüße. Danke. Tschüss. Wie Sie Elisabeth Hartler natürlich noch erreichen können. Allerdings natürlich erst ab 15 Uhr. Das zeigen wir Ihnen jetzt nochmal. Bei mir kommt es in der Beratung auf jeden Fall darauf an, dass ich umfassend, dass ich das gesamte Spektrum habe. Meine Hellsicht, meine Astrologie, die damit kommt. Und wenn es dann noch notwendig ist, nehme ich dann auch nochmal die Karten zur Hilfe. Allerdings ist es kein Muss. Was wichtig ist, ich nehme alles zusammen. Es ist auf jeden Fall für denjenigen, mit dem ich kommuniziere, ist es dann ein Rundumpaket und ich finde es wichtig in meiner Gesamtberatung, dass sich da jeder wohlfühlt. Also man muss ganz ehrlich sagen, ich traue es mich gar nicht zu essen, weil es ist ja, wie gesagt, ein kleiner Picasso eigentlich. Aber was ist da jetzt drinnen? Also was tun wir uns mit diesem ja quasi Dessert trotzdem Gutes? Also wir haben die untere Schicht, das ist rosane, das ist Kokosmilch mit Chiasamen und Zitronensaft und dem Pretty Pink. Das sind auch natürliche Farbauszüge aus Obst und Gemüse. Dann haben wir gepufftes Quinoa als Zwischenschicht, einmal die Feige von innen natürlich gegengedrückt. Das sieht so gut aus. Und in der zweiten Schicht, also in der blauen, da ist Kokosmilch drin, Flohsamenschalen, die dann auch nochmal ein gutes Sättigungsgefühl erzeugen. Wir haben drin das Magic Blue, also das Phycocyanin aus der Spirulina-Alge, natürliches Blau.
und Cashewkerne. Und das Ganze dann einmal kurz gemixt. Also wenn man dir schon so zuhört, das ist ja schon fast eine Wissenschaft, oder? Also du musstest dir wahrscheinlich schon auch sehr viel anlesen. Du musstest natürlich schon auch wahrscheinlich viel über die Inhaltsstoffe in Erfahrung bringen. Heutzutage muss ja auch alles deklariert werden, was in den Produkten dann auch drinnen ist. Also vergleichbar quasi schon auch mit einer Apothekerin, die ja auch mit Namen manchmal um sich wirft. Mit denen können wir nichts anfangen. Aber es geht eben um den Inhalt. Ich gebe mal der Apothekerin auch was ab, oder? Sieht fantastisch aus. Oder? Das Einzige, was ich vergessen habe, gerade über die Kirschkerne zu reden. Und die sind da jetzt drin. Ja, guck mal an. Also, das ist das überhaupt. Das sieht doch so schön. Ja, man traut sich gar nicht. Ne? Aber auch da sieht man mal wieder, wie schön wirklich Dinge kreativ auch angerichtet werden können. Genau, ein paar Kakaonips haben wir oben noch mit drauf gegeben. Und dann habe ich einfach was Frisches als Thai-Basilikum, dass das noch so ein bisschen was Erfrischendes auch hat. Also man könnte jetzt auch Minze nehmen. Also immer das, was gerade da ist, was auch im Kräutergarten dann wächst. Mhm. Und natürlich, das muss man auch sagen, wahrscheinlich zuckerfrei, oder? Genau, kein Zucker drin. Das heißt, das Ganze ist lecker, sieht gut aus und gibt mir eigentlich nur gute Inhaltsstoffe. Mhm. Das heißt, auch damit bin ich quasi für den Tag als Frühstück erstmal gut gesättigt. Durch die Flohsamenschalen und durch die Chiasamen auch. Evelyn, was sagst du? Lecker. Wahnsinn, ne? Trotzdem süß. Also das ist, muss man dazu sagen, es schmeckt süß. Ja, ja, alleine durch die kleine Himbeere, die vorne drauf ist, ergibt sich da etwas. Und man hat auch wirklich dieses Gefühl, man hat so viele schöne Dinge im Mund, die aber trotz alledem eine Harmonie ergeben. Genau, und man beißt was. Also ich habe immer das Problem damit, wenn ich nur was trinke, dann hat der Körper irgendwie das Gefühl, er ist schneller wieder hungrig. Mhm. Und in dem Fall könnten wir das auch mit verschiedenen anderen Farben machen. Also wenn wir zum Beispiel das Chlorella nehmen, was auch bei uns in Klötze angebaut wird, da gibt es ja eine Europas größten Mikroalgenfarmen der Welt sogar. Da wird Chlorella und Spirulina in Glasröhren angezogen. Das heißt, da habe ich ein sehr sauberes Produkt. Und wenn ich jetzt das Chlorella mit reinnehmen würde, um es grün zu färben, hätte ich sogar bioverfügbares Vitamin B12 mit drin. Ich habe Chlorophyll mit drin. Ich habe eine Stressreduktion dadurch, auch Proteine. Das heißt, auch für Sportler zum Beispiel sehr gut. Auch die Spirulina, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat Hautprobleme, wie jetzt gerade Evelyn gesagt hat, kann man auch Spirulina und Chlorella nehmen, um einfach auch eine Entgiftung im Körper hervorzurufen. Also von Heilpraktikern wird häufig empfohlen, weil Chlorella eben auch ausleitet. Spirulina schützt dann die Organe eher. Also das heißt, Algen können uns auf viele Wege unterstützen und jetzt wird keiner vermuten, dass hier Alge drin ist. Über 204 Produkte, glaube ich, habe ich gelesen, gibt es mittlerweile bei euch. Also alle natürlich in eine Richtung gehen, nämlich sie sollen uns unterstützen, sie sollen uns gut tun. Wir haben gerade so ein paar Fotos gesehen. Das ist natürlich auch ein Talent, die Dinge auch schön zu verkaufen, schön zu präsentieren. Du hast aber gesagt, du wolltest hier auch mal was vorbereiten, das jeder mal zu Hause nachmachen kann. Mhm. Wobei das natürlich auch toll ist, denn du hast Kochbücher geschrieben quasi zu diesem Thema. Auf eurer Internetseite findet man wahnsinnig viele Rezepte, die man ganz leicht nachmachen kann. Und das ja quasi dann auch schon umsonst. Ne? Also das ist für dich schon auch wichtig, weiterhin die Motivatorin, in dem Fall vielleicht nicht mehr um Sport, aber für die gesunde Ernährung zu sein. Sport spielt natürlich auch mit rein. Also wenn ich mich besser fühle körperlich, dann habe ich auch natürlich mehr Motivation, mich zu bewegen. Also das ist alles in einem. Also man kann nicht nur eine Sache ausschotten, sondern es fließt irgendwann alles zusammen. Mhm. Und wenn ich natürlich die Produkte auch so herrichte, dass es gut ausschaut, also wenn ich zum Beispiel irgendwo hingehe zum Buffet, dann schreibe ich nicht drauf, dieser Kuchen ist roh vegan, sondern ich stelle ihn einfach hin, das sieht gut aus und meistens als erstes weg. Und dann kommen die Fragen, was war denn da drin? Und wenn ich dann das Rezept aufzähle, dann wieder ist keine Butter, keine Milch, kein Ei, kein Mehl drin. Also das heißt, da kommen die Fragen. Mittlerweile gibt es ja auch Rohkostkuchen zu kaufen, wenn man in Berlin jetzt gerade ist. Und die sehen halt einfach total schön aus und schmecken halt auch lecker. Ja. Und ich finde, was auch ein Vorteil ist, man braucht auch nur wenig, weil der Körper halt tatsächlich alles filtern kann und weiß, was er da bekommt. Das heißt, es sättigt halt auch sehr gut und die Nährstoffe sind halt noch drin. Eigenliebe, das ist auch ein ganz großes Thema, denn wir fangen Gott sei Dank an, auch wieder mal wieder an uns zu denken und uns gute Dinge zu geben. Und Thema Liebe ist eh ein großes Thema und das finde ich ganz schön bei euren, also bei vielen von den jungen Unternehmern, die eben so junge Start-ups sind, die ihre Dinge gründen. Dass eigentlich bei, ich würde fast 99,9% behaupten, steht immer etwas zum Thema Liebe dabei. Vor allem, wenn es um die Produkte geht, die mit Liebe hergestellt werden. Also das ist schon auch wirklich ein Thema in der heutigen Zeit, achtsam mit sich zu sein, aber auch achtsam eben mit den Produkten zu sein. Ne?
Genau, das war für mich der Ansporn, dass ich gesagt habe, ich möchte halt gute Qualität, gute Produkte, faire Wege, also alles, was so als Rundum-Paket dazugehört, ohne Kompromisse zu machen. Mhm. Für mich und natürlich für meine Familie. Und dass dann natürlich, ich sage jetzt mal, eine große Familie draus geworden ist, die auch die Produkte konsumieren. Das spricht dann auch für sich, wo man dann, also wo ich mich auch gerne immer wieder unterhalte. Ich bin viel auf Veranstaltungen, mache Vorträge. Und da kriege ich halt immer sehr viel positives Feedback auch zurück, dass die Leute dann sagen, Mensch, ich bin jetzt schon so und so viele Jahre Kundin bei euch oder Kunde und es tut mir einfach gut, man merkt den Unterschied. Mhm. Auch gerade Getränkemischungen haben wir auch oder habe ich dann auch kreiert, einfach weil mir die gut getan haben und ich gedacht habe, was mir gut tun kann, anderen auch gut tun und dann wurde es halt auch gut angenommen, dass da auch einfach kein Zucker, keine Füllstoffe, keine Hilfsstoffe, Rieselstoffe drin sind. Das heißt, es sind halt einfach zu 100% echte und authentische Produkte. Zuckerfrei, das ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema in den letzten Jahren geworden. Also auch da geht die Gesellschaft in eine Richtung, in eine neue Richtung und erkennt endlich, dass der Zucker unserem Körper ja, eigentlich mehr Schaden zufügt, als dass er uns gut tut. Aber dass es eben tolle Ersatzprodukte gibt. Die Ersatzprodukte quasi, die man so braucht zum Unterstützen, die findet man hier bei Pure Raw natürlich. Google-Hupf hast du noch mitgebracht und eigentlich wolltest du auch noch was vorführen und uns rennt schon wieder die Zeit, weil es einfach auch so spannend ist, dir zuzuhören. Ich komme gleich nochmal. Vielleicht bereitest du ja schon mal so ein bisschen was vor und am Schluss verkosten wir noch so ein klein wenig. Das machen wir. Ja, der Max freut sich da hinten auch schon in der Ecke. Jetzt machen wir erst ein kurzes Päuschen und dann stelle ich Ihnen heute eine Beraterin des Tages vor und zwar von unserem Partner Viversum und sie ist quasi, kann man schon so sagen, die erste Beraterin des Tages bei Viversum. Ja. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Thorsten Gabriel TV-Shop. Familiensegen, finanzielle Fülle, spirituelle Hellsicht, Liebesglück. All dies und noch viel mehr ermöglicht Ihnen unser Neuzeitschamane Thorsten Gabriel. Er empfängt für Sie aus der göttlichen Liebe Ihre Botschaften und lässt diese erlöste Form in all seine 5D-Produkte einfließen. Alles wird von ihm höchstpersönlich für Sie individuell energetisiert. Seine Angebote können Sie jetzt bestellen unter www.regenbogen-esoterik.de, damit Sie endlich erleben, wovon andere nur träumen. Es gibt natürlich AstroTV. AstroTV, das ist der Sender, wo wir viele Berater haben, die Sie mittlerweile sehen, die Sie mittlerweile natürlich sehr gut kennen. Aber wir haben natürlich auch viele andere Plattformen. Wir haben Questico, unser Lebensberaterportal, das Ihnen mit Sicherheit auch etwas sagt. Und es gibt ein weiteres Lebensberaterportal, Viversum nämlich. Von denen haben wir auch schon öfters mal geredet. Und auch bei diesem Lebensberaterportal sollten Sie mal vorbeigucken, denn da gibt es auch immer wieder tolle Aktionen. Da gibt es auch tolle Berater, die Sie kennenlernen können. Und heute, da stellen wir Ihnen eine Beraterin von Viversum vor, die quasi heute auch einen Siegel bekommen hat. Sie ist nämlich die Beraterin des Tages. Und was das bedeutet und was das vor allem auch für die Berater bedeutet, das soll uns Destin am besten erstmal selber erklären. Herzlich willkommen in Leichter Leben. Destin, Glückwunsch natürlich auch zum Berater des Tages. Da kann man schon gratulieren, oder? Ja, hallo, ja, danke schön. Ich kann dich sehr schlecht hören. Können wir ein bisschen mehr Ton vielleicht hier im Studio bekommen? Es ist sehr leise. Destin, Berater des Tages, was bedeutet das? Dass ich für die Menschen zur Verfügung stehe, dass ich meine Zeit heute für sie komplett habe. Immer noch sehr leise. Nö, geht schon ein bisschen besser. Ja, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Ich bin ja auf Viversum zu erreichen. Genau, aber heute zu ganz besonderen Konditionen, ne? Denn als Beraterin des Tages, da ist man zu besonderen Konditionen quasi, zu besonderen Gebühren zu erreichen. Das heißt, es ist so eine Kennenlernaktion auch für die Kunden. Es ist ein besonderer Tag für die Kunden, dass sie heute mit mir sprechen dürfen, dass ich heute zur Verfügung stehe. Genau. Eben auch zu diesen Konditionen. Also zur Verfügung wirst du ja wahrscheinlich öfters schon mal stehen, auch über unseren Partner Viversum. Aber heute ist es eben so eine Aktion, dass man sagen kann, ich probiere mal was Neues aus. Wie arbeitest du denn?
Ich bin ein hellsichtiges Medium. Ich bin eine Hellseherin. Ich arbeite ohne Hilfsmittel. Wenn ich die Stimme von meinem Gegenüber höre, ist das auch, wo ich Bilder empfange, wo ich fühle, wo ich höre. Das, es kommt darauf an, welcher Mensch und um welches Thema es sich handelt. Heute sehe ich gerade auch, bist du erreichbar von 7 Uhr. Also hast wahrscheinlich schon sehr viele schöne Gespräche geführt bis 20.30 Uhr. Allerdings würde man auch sagen, ab und zu gönnst du dir bestimmt auch eine Pause. Denn es ist natürlich schon auch eine sehr große energetische Arbeit, die ihr da leistet. Genau, das ist auch, wo das auch von Mensch zu Mensch verschieden ist. Ich bin sehr glücklich über meine Arbeit, auch dass ich die Menschen auch begleiten darf. Hast du so gewisse Steckenpferde, wo man sagt, also Thema Liebe zum Beispiel, das ist etwas, da hilfst du ganz gerne weiter? Oder kann man sozusagen bei dir auch einen quasi Rundumblick bekommen? Das ist besonders zum Thema Liebe vor allen Dingen, weil ja sehr viele Menschen an einen Punkt kommen, wo sie sich nicht fühlen und nicht so richtig den Weg erkennen oder auch die Beziehung nicht mehr funktioniert oder sie auseinander sind und ich bin da mehr, um sie daran zu erinnern. Und das ist auch, was mich auch besonders glücklich macht. Ja, und heute unterstützt du die Zuschauer auf jeden Fall. Bis zum 20.30 Uhr kann man dich erreichen über unsere eingeblendete Telefonnummer. Und wenn Sie Destin erreichen wollen, dann geben Sie einfach die Kennung weiter, die 155225. Sagen Sie da einfach Bescheid oder natürlich, dass Sie gerne mit Destin reden würden. Und dann werden Sie auch direkt durchgestellt. Ich wünsche dir viel Spaß, viele schöne Gespräche. Und war schön, dass wir heute auch mal einen Berater von unserem Partner Viversum kennengelernt haben. Dankeschön, ich freue mich auch sehr. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich danke dir, alles Liebe, schönes Wochenende. Danke. Destin von Viversum, wie Sie sie erreichen können, wir zeigen sie Ihnen am besten nochmal. Ihre Beraterin des heutigen Tages, das hellsichtige Medium Destin. Seit ihrer Kindheit besitzt Destin mediale Fähigkeiten, Wahrträume und Visionen. Sie überzeugt durch die perfekte Kombination aus Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit und Hellwissen. Mit ihren medialen Fähigkeiten und mit Hilfe der geistigen Welt schaut sie in die Tiefen ihrer Seele und ist in der Lage, ihnen zu helfen, ihr Schicksal auch in ausweglos scheinenden Situationen zu meistern. Gerne unterstützt sie sie dabei, den richtigen Weg zu finden. Destin freut sich auf das Gespräch mit Ihnen und darauf, Ihnen helfen zu dürfen. Das Schöne bei unseren Beratern ist ja auch tatsächlich, dass ihr ein so schönes Wissen euch über viele Jahre natürlich auch angeeignet habt, weil ihr wart ja nicht nur Lebensberater. Ihr habt viele Ausbildungen hinter euch gebracht, sei es im Bereich der Psychologie, sei es im Bereich der Naturheilkunde. Du bist Apothekerin, das heißt, du weißt schon, wovon du sprichst, wenn du hier sitzt. Ja, ich habe auch noch ein paar andere Ausbildungen, zum Beispiel Heilpraktikerin, dann Psychotherapeutin. Also ich glaube, dass in der heutigen Zeit, und da möchte ich mal für uns Berater eine Stange brechen, dass kaum einer sich durchsetzen kann, der nicht eine qualifizierte Grundausbildung hat. Es ist nicht so, dass man da mit der Kaffeetasse in der Küche sitzen oder mit dem Bügelbrett, sondern die Leute, die wo wirklich regelmäßig zu erreichen sind, das sind eigentlich alles Menschen, die zumindest eine psychologische Grundausbildung haben, sei es um selber gelebt, Lebenserfahrung oder eben beruflich wirklich gelernt. Genau, ihr benutzt natürlich Hilfsmittel, aber es hat nichts mehr mit Jahrmarkt, Kartenlegen zu tun, sondern es geht wirklich um die Tiefe, es geht wirklich ums Zuhören, es geht wirklich auch darum, dass ihr die Menschen greifen wollt und dass ihr natürlich auch Ahnung habt von dem, was ihr redet. Weil es ist so, ich meine, Jahrmarkt gibt es wahrscheinlich heute noch, ja, und es gibt da noch Menschen, also ich habe auch letztens erst wieder mal eine Zigeunerin getroffen, die mir einfach aufgehalten hat und mir die Hand lesen wollte. Habe sie auch gelassen, ja. Aber es geht wirklich darum, dass sich das geändert hat. Ich sehe das mittlerweile nicht mehr als, also ich habe ja meine eigenen Karten, ich sehe es nicht mehr als Kartenlegen, im Sinne von Kartenlegen. Für mich ist Kartenlegen der Einstieg in ein Gespräch, um den Menschen weiterzubringen. Seelisch, dass er vielleicht seine Lebensaufgabe findet, aber auch, dass er aus seinem Tief, wo er steckt, denn wer ruft uns denn an, wo ihm kein Tief ist, ja, rauskommt. Neue Wege finden.
dazu sind wir da. Und diese ich sehe Kartenlegen, bei mir ist immer so 10 Minuten Kartenlegen, der Rest ist psychologische Lebensberatung. Genau, und Sie können heute ab 15 Uhr natürlich auch wieder von unserer Evelyn Graf profitieren, denn dich schicke ich gleich noch rüber ins Studio, ja. Aber wir wollen jetzt erst natürlich noch ein bisschen von dir profitieren, denn der August, und das wissen wir alle, auf der einen Seite ist der August doch die Tomatenzeit, oder? Ja. Ist im August nicht die Zeit der besten Tomaten? Also meine Tomaten, die haben heuer auch ein Wasserproblem. Ich habe da jetzt schon so Teile gekauft, wo es ständig reintropfelt. Das ist schrecklich. Mal gucken. Die Hitze. Aber es ist auch das Problem, oder besser gesagt, die Zeit der Wespen, die jetzt so kommen. Ja, und das sind, also Wespen, du hast ja vorhin angesprochen, ich soll die positive Seite der Wespen aussagen. Ich muss dazu sagen, ich habe selber eine Wespengiftallergie. Das heißt, du siehst nichts Positives. Sag's ruhig gerade raus. Ich habe ein Problem mit Wespen. Ich weiß, dass sie dazu da sind, die Natur zu erhalten. Man vergisst ja immer, dass sie auch dafür da sind, Todesobst aufzufressen. Ja. Schädlinge auch. Schädlinge aufzufressen. Und dann auch zum Beispiel, wenn ein Tier verendet ist. Das alles ist, Wespe ist schon okay, bloß sie ist halt eine meiner speziellen, ich muss es mal sagen, Feinde. Mhm. Also darum habe ich mich natürlich auch damit beschäftigt, was tun, damit die Feinde mir nicht zu nahe kommen. Ne? Ich muss dazu sagen, dass ich immer mein Allergieset dabei haben muss, weil wenn sie dann doch einmal sticht, falle ich sofort um und das möchte ich halt nicht. Nein, das wollen wir alle nicht. Aber ich habe zum Beispiel eine schöne Terrasse und da mache ich einige Vorbereitungen, zum Beispiel mit ätherischen Ölen. Das beliebte Zitronellaöl und Zitronenöl hilft bei Wespen nicht so, weil die gehen auf verfaulte Früchte und solche Geschichten. Und dieses Essigartige, das mögen sie fast noch. Ja? Also ich habe festgestellt, dass das nicht unbedingt die beste Wahl ist. Ja? Was aber sehr gut hilft, und da habe ich sehr viele ätherische Öle, zum Beispiel Kampfer, Eukalyptusöl, alles, was in Erkältungssalben drin ist, kann man mal sagen, Pfefferminzöl. Also alles Scharfe quasi. Alles Scharfe, wo irgendwie so ja, medizinisch riecht. Das mögen sie gar nicht. Ja? Mhm. Also ich gehe zum Beispiel her und habe immer, vorne habe ich immer so ein Eukalyptus stehen, auch teilweise als Pflanze. Und ich schaue, auch Lavendel mögen sie nicht so sehr, ist mir auch aufgefallen. Aber das Beste ist wirklich Kampfer und Eukalyptus gemischt in die Duftlampe rein, und wenn man da so am Grillen ist, bis hier in die Nähe vom Grill, weil das zieht sie natürlich an, ne? Der Duft vom Fleisch, weil sie sind ja auch Glas- und Fleischfresser. Ne? Und das Blöde ist, im August haben sie ja ihre Königin verloren. Ne? Und dann sind sie irgendwo ein bisschen orientierungslos und stürzen sich auf alles. Ja? Ach, im August stirbt die Königin ja, quasi? Ja, stirbt die Königin, und dann sind die haben keine Führung mehr. Ja? Ah, dann macht, ist dann da macht jede Wespe, was sie will. Sie haben keine Aufgabe mehr. Ne? Mhm. Am Anfang, die Wespen sind immer da. Ich habe ein Wespennest in unserer großen Fichte. Ja, die haben sich da reingebaut. Ich habe die ganze Zeit nichts gemerkt von denen. Da mussten die Blüten sammeln, Blütenstaub und ihre Königin und die Brut füttern. Aber es ist die Königin tot, die Brut ist gewachsen. Und jetzt fliegen die orientierungslos durch die Gegend. Und ja, man sagt, lassen die Sau raus. Mhm. Ja, die gehen auf alles, was es da gibt, ja, was gut schmeckt. Ja. Und ich meine, natürlich hat es die Natur so gemacht, dass sie das faulige Obst und das alles verwerten. Ja. Weil sonst entstehen dann mit der Zeit auch Giftstoffe. Dumm ist es natürlich nur, dass sie sich dann auf alles stürzen. Mhm. Und darum ist es jetzt so schlimm. Und es geht noch rein bis zum September. Ja, ja. Also kriegen wir jedes Jahr immer wieder aufs Neue, merkt man, dass wirklich dann irgendwann mal die Wespen die Sau rauslassen. Ja, ich sage, ist es die Wespen Königin nicht mehr da, jetzt ja, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Ja, genau, führungslos. Also, aber dann haben wir wenigstens einen guten Tipp von dir bekommen, nämlich mit ätherischen Ölen wirklich auch zu arbeiten. Ja, und wir haben gestern so angefaulte Äpfel. Nachbarin hat Äpfelernte gemacht und dann haben wir so zwei und die haben wir dann so zur Seite gelegt, weil wir gesagt haben, vielleicht zieht also das irgendwie die Das ist so, an. Ich habe das mit Essig probiert, also ich sage ja jetzt als Betroffene, ja, ich habe außerhalb von der Reichweite meiner Terrasse, habe ich Obstessig hingestellt, angefaulte Sachen und habe mich gefreut, dass sie dir vielleicht da drauf gehen. In dem Moment, wo du den Grill einschaltest,
Boing, sind sie wieder da. Aber dieses vor allem Eukalyptus und Kampfer, das jagt sie einfach fort. Das können sie nicht leiden, das mögen sie nicht. Und wenn du gestochen worden bist, ein Tipp, wenn du draußen im Garten hockst, ja, breitwegerig, spitzwegerig Blätter verreiben drauf, da kannst du auch, wenn du eine Zwiebel drauf tun, wenn du beim Grillen bist, hast eine frische Zwiebel drauf tun, ja, dass die Schwellung, wenn man nicht so ein Allergiker ist wie ich, hilft es. Ja? Also breitwegerig, verreiben drauf, spitzwegerig drauf, Zwiebel, wenn man gerade beim Grillen ist, ja, oder auch eine Zitrone drauf. Okay. Ja? Oder Essig, ja, Essig, vielleicht kennst du es noch von früher, da hat man immer so Essigumschläge gemacht, essigsaure Tonerde, ja. Das nimmt die Schwellung, weil dieses Wespengips, das ist nämlich ein bisschen basisch und wenn du dagegen mit Säure gehst, neutralisierst, das ist Salz und dann wird das nicht so schlimm. Hier haben wir es natürlich wieder gehört. Das Wissen einer Evelyn Graf unschlagbar. Evelyn, jetzt entlasse ich dich. Allerdings, vielleicht willst du ein Stückchen Google-Hupfen. Oh ja. Google-Hupfen mit Algen noch mit. Nämlich entkabel dich jetzt hier einfach mal. Und wir gehen noch mal kurz rüber zu Kirstin. Und sie können natürlich heute etwas gewinnen, nämlich von Pure Raw. Denn Kirstin, die hat etwas Wunderbares mitgebracht. Eine quasi super Box für sie. Da sind sehr, sehr viele Produkte drinnen, die sie nach und nach mal ausprobieren können. Evelyn, komm noch mal kurz hierher, damit du hier, warte. Sie müssen diese Frage beantworten, die Sie hier sehen. Sind es rohe, vegane Produkte oder fleischhaltig gekochte Produkte unter den eingeblendeten Telefonnummern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, wo wir ganz teurer werden, 15 Uhr, 18 Jahre. Lesen Sie es einfach nochmal nach unter www.astrotv.de. Der sieht schon wieder so lecker aus, ne? Nimm dir ein Stück. Darf ich? Klar. Sehr gerne. Kleineres. Ach, nimm auch ruhig ein größeres. Ja. Gibt auch keine Wespen in dem Studio drüben. Kannst du getrost essen. So. Sieht gut aus. Super. Und da ist jetzt wirklich keine Milch drin, kein Ei. Und keine Butter. Und keine Butter. Genau, das ist alles mit dem Bob-Ei gemacht. Das ist diese fermentierte Chlorella-Alge. Die hat eine texturverändernde Eigenschaft. Die kann ich auch zum Beispiel in Soßen machen, in Dips. Oder ich kann damit eine Art Butteraufstrich machen. Jetzt will ich auch. Es schmeckt wie ein Gugelhupf, ehrlich. Ich nehme jetzt gleich das große Stück. Vielen Dank. Geh rüber. Also, tschüss. Das schmeckt wie ein Gugelhupf. Nicht nach Alge. Ich glaube, davor haben die meisten natürlich Angst bei diesen Produkten. Nämlich, dass sie dann diesen fischigen Geschmack haben. So einen Geschmack, der ja nicht jedem wirklich zusagt. Und wenn man sich dann vorstellt, in einem Gugelhupf arbeitet man mit Algen, das ist natürlich für keinen richtig vorstellbar. Wie hast du das alles quasi dann zusammen, weil hier haben wir ja schon die Süße auch wieder enthalten, ne? Genau, das heißt, hier ist ja zum Beispiel einfach ein traditionelles Gugelhupf-Rezept, ein bisschen überarbeitet, ist auch auf unserer Seite, das war im Greenpeace-Magazin mal drin. Die haben einfach, also wir haben jetzt Nüsse genommen, Walnüsse, Rosinen und dann mit Zimt und Birkenzucker gearbeitet. Mhm. Und dann das Ganze vermixt und dann ist ein Hefeteig, klar, Hefe ist drin, dass es gut aufgeht, auch schön fluffig ist. Und dann halt eben das Bob-Ei mit Wasser angerührt, sodass das dann vom Volumen her Buttermilch und Ei ersetzt. Steht aber auch nochmal drauf auf der Verpackung, also ein Ei wäre ein Esslöffel plus 40 Milliliter Wasser. Also es gibt natürlich so viele Möglichkeiten heutzutage. Du hast gerade gesagt, vor 8 Jahren, da ging es bei dir eigentlich so los. Und vor 8 Jahren, da war natürlich die Entwicklung noch überhaupt nicht so weit. Heute kann man wirklich, ich glaube, vor 8 Jahren wäre es schwieriger gewesen, so einen veganen Gugelhupf herzurichten, weil man vielleicht noch nicht so die Ahnung hatte. Aber heute gibt es einfach diese Entwicklung, ne? Genau, das ist quasi auch ein innovatives Produkt. Wir sind auch die Einzigen, die das anbieten. Das heißt, auch da geht natürlich Forschung und Entwicklung weiter. Was kann man damit machen? Welche Anbaumethode ist für welche Alge geeignet? Also auch gerade bei Algen sind die Qualitätsunterschiede halt auch extrem groß. Das heißt, Algen funktionieren wie ein Schwamm, die nehmen halt alles auf. Und deswegen muss ich bei Algen auch auf die Qualität der Produkte achten, um zu gucken, von welchem Anbieter nehme ich das, welche Qualitätsnachweise bringen die mir eigentlich. Mhm. Also es gibt auch unterschiedliche Anbaumethoden, die auch wieder Qualitätsparameter beeinflussen. Und das ist halt auch ein großer Punkt. Aber wie geht man auch auf die Suche nach wirklich den guten Anbietern? Also wie bist du losgelaufen und wo findest du die guten Anbieter? Also die Makroalgen, die schmecken halt klassischerweise nach Alge. Das ist alles, was so ja, im Meer wächst, wie die Meeresspaghetti, die Nori-Alge, die man auch vom Sushi her kennt. Das heißt, da geht man natürlich eher nach Frankreich oder nach Japan, also da, wo das Ganze schon mehr verwurzelt ist. Bei den Mikroalgen ist es so, dass in Klötzia Europas oder eine der weltweit größten Mikroalgen steht. Die
leidet mein Mann, von dem, das ist halt, darüber haben wir uns auch kennengelernt, über die Algen. Also auch so ein Punkt, der uns verbindet. Und einfach viel lesen, viel ausprobieren, viel nachfragen, viel gucken, auch selber experimentieren, auch viele Fragen stellen natürlich. Aber die Freude ist trotzdem ja noch da, ne? Ja. Manchmal hat man immer dieses Gefühl, wenn man ständig nur noch irgendwie nicht mehr das machen kann, wie man so gewohnt ist. Das heißt, wo ist die Freiheit geblieben, dass man egal wo sich einfach mal schnell was auf die Hand holen kann. Aber trotzdem hat man eben eine neue Erkenntnis, die genauso viel Freude bereitet. Also ich gehe mittlerweile ganz anders ran. Natürlich ist es auch unglaublich kompliziert, die Produkte richtig zu labeln, alles richtig drauf zu machen. Aber wenn ich das mache und wenn ich gute Produkte an den Markt bringen möchte, dann muss ich mich halt auch damit beschäftigen. Das heißt, das ist ein Kreislauf und im Endeffekt, wenn das Produkt dann da steht und fertig ist, dann freue ich mich auch drüber und finde es halt auch großartig. Oder ne, mit dem Einhornzauber, dass meine Tochter da so begeistert ist. Die bekommt halt auch täglich Chlorella und Spirulina und findet den Einhornzauber super. Aber eben auch so, dass sie es gerne zu sich nimmt. Und würde sie es anders wahrscheinlich bekommen, dann würde es nicht so funktionieren. Aber als Einhorngetränk, ja, wer möchte nicht mal selber kurz ein Einhorn sein, oder? Hier ist auch ein kleines Einhorngetränk wieder. Was hast du denn da jetzt wieder gezaubert? Auch das sieht natürlich wieder fantastisch und vor allem auch ungewöhnlich aus. Man denkt immer so, diese vegane, gesunde Kost muss immer so ein bisschen langweilig sein. Aber du beweist heute wieder das komplette Gegenteil. Also ich habe hier einfach eine Hafermilch genommen, die aufgeschäumt, einen Milchaufschäumer, den jeder zu Hause hat. Und das unterschiedlich eingefärbt. Einmal mit dem Einhorn, mit dem Magic Blue. Das Grün ist mit der Chlorella, das heißt, da habe ich gleichzeitig auch noch Protein mit drin und Vitamin B12 mit drin. Mineralien auch drin. Und das Lila oder Rosane, das ist das Pretty Pink. Das heißt, ich habe einfach drei Schichten gemacht, drei unterschiedliche Gläser und dann ineinander reingegossen. Das Ganze aber auch warm. Ich probiere mal. Gerne. Ja, und hat so ein, ich kann es jetzt gar nicht so richtig erklären, natürlich erinnert es mich an irgendwie was ein bisschen Spinatmäßiges irgendwie so. Das ist so von der Chlorella dann, genau, aber es schmeckt nicht nach Alge, also es ist nicht so, dass man sagt, das schmeckt nach Fisch, weil bei Fisch ist es ja auch so, wenn Fisch nach Fisch riecht, dann hat ein Proteinabbau stattgefunden, sprich die Qualität ist halt auch nicht mehr da. Und so ist es bei der Alge eben auch, also die darf, Meeresalgen dürfen natürlich nach Meer riechen oder auch schmecken, aber nicht nach Fisch. Und das ist das, was wir Europäer auch erst wieder lernen müssen, das ein bisschen zu differenzieren. Und da ist das mit den Algen super. Also die Chlorella, die wächst halt auch dann mit Quellwasser aus einer 45 Meter Tiefquelle. Also das Urzeitwasser, reines Wasser. Die Qualitätsparameter werden ständig überwacht. Und von der Ernte bis zur Trocknung vergehen halt einfach auch nur ein paar Minuten. Das heißt, da kann auch nichts passieren mit dem Produkt. Und die Kombination, und ich glaube, das ist was ganz Wunderbares, die Kombination von den Produkten, und ich denke, da werden wahrscheinlich aus diesen 204 noch ein paar mehr entstehen in der nächsten Zeit, aber eben auch die passenden Rezepte dazu, die findet man auf der Internetseite natürlich auch hier bei Pure Raw. Das bedeutet, schauen Sie da ruhig mal vorbei, denn es ist wirklich die Ernährung, kann man schon sagen, der Zukunft. Ne? Also obwohl sie auch so alt ist und eigentlich keine neue Erkenntnis, aber dennoch eine neue Erkenntnis ist. Also ich glaube, früher brauchte man sich nicht so viel Gedanken, um eine Ernährung zu machen, weil einfach viel weniger reingemischt wurde. Mittlerweile hat man einfach sehr viele Zusatzstoffe drin. Wenn man hinten drauf schaut, ist das eine ellenlange Liste. Und wenn ich dann anfange, mich bewusst zu ernähren, kann ich halt auch gucken, dass ich da einfach viel weniger reinmache. Also je weniger drin ist, desto authentischer schmeckt es halt auch. Und desto weniger verwirrt es meinen Körper und desto besser fühle ich mich im Endeffekt. Ich bin überhaupt gar kein so großer Süßesser. Muss man sagen, also bei Süße bin ich eigentlich quasi raus, aber dieser Gugelhupf, der hat auch so was ganz Besonderes. Der ist so richtig schön, wie wir Bayern sagen, datschig. Der hat sowas, der ist einfach lecker. Der ist einfach lecker. Gibt es das Rezept auch im Internet, oder? Schauen Sie mal vorbei, probieren Sie mal die Dinge aus, die neuen, alten Dinge quasi. Und ein tolles Unternehmen. Also es war sehr schön, dass du heute da gewesen bist, weil wir, und das sage ich ganz oft am Schluss der Sendung, wir stellen Ihnen hier Dinge vor und wir kriegen kein Geld dafür. Das muss man auch dazu sagen. Ihr kommt hierher zu uns und wollt eure Produkte präsentieren. Und wir wollen diese Produkte weitergeben, weil wir überzeugt sind von diesen Produkten. Und wenn Sie zum Beispiel auch ein Produkt haben, ein Projekt haben, das Sie gerne bei uns vorstellen möchten, dann überzeugen Sie uns, dass es hier bei Leichter Leben Platz findet. Wir freuen uns natürlich immer, denn wir wollen gute Dinge unseren Zuschauern weitergeben. Das ist das Motto unserer Sendung. Das ist auch unser Motto. Und deswegen heißt unsere Sendung auch Leichter Leben. Ein schönes Wochenende. Vielen Dank für den Besuch. Sie können sich übrigens nächste Woche mal so richtig freuen.
Ich tue es auf jeden Fall, denn nächste Woche haben wir eine ganz besondere Woche. Da treten unsere Berater gegeneinander an. Nicht in einer sportlichen Disziplin, nein, in einer Kochdisziplin. Das heißt, wir haben eine Koch-Challenge. 5 Tage lang jeweils 2 Berater am Tag, die sich gegenseitig quasi duellieren mit dem Küchenbesteck. Kann sehr interessant werden. Also ich freue mich auf jeden Fall. Jetzt noch mal kurz auf den Spruch des Tages geblickt. Meine Damen und Herren, bitte bewahren Sie Ruhe. Es ist genug Freitag für alle da. Ist ja nicht mein Spruch, muss man ganz ehrlich sagen, weil ich freue mich auch schon wieder, wenn Montag ist. Ich mich auch, wenn man gerne zur Arbeit geht? Weil man gerne zur Arbeit geht. Ja, verstehe ich auch manchmal nicht, wenn so Radiomoderatoren sagen, juhu, endlich Wochenende. Ich finde es auch schön, Wochenende zu haben, aber genauso schön ist es doch, Montag wieder begrüßen zu dürfen, oder? Naja, gut. War jetzt mein Wort zum Wochenende. In diesem Sinne, haben Sie sich wohl, schönes Wochenende. Genießen Sie es und fahren Sie ein bisschen runter bei der Hitze, ne? Nicht vergessen. Adios. Vielen Dank, das war, also der Google-Ruf ist wirklich großartig. Mhm.